Ein Elektron wird mit der Geschwindigkeit v in ein gleichmäßiges Magnetfeld B, das orthogonal zu v ist, geschossen. Berechne die Stärke der Lorentzkraft, die auf das Elektron wirkt, wenn die Geschwindigkeit v des Elektrons 50.000 Meter pro Sekunde beträgt und wenn die Magnetfeldstärke groß B 1 Tesla beträgt. Hier das Elektron dargestellt mit seiner Geschwindigkeit v. Das Magnetfeld B bildet mit dieser Geschwindigkeit v einen Winkel von 90 Grad. Gefragt wird die Stärke der Lorentzkraft, die auf das Elektron wirkt, Stärke, die wir in Newton ausdrücken. Die Geschwindigkeit v des Elektrons beträgt 50.000 Meter pro Sekunde und die magnetische Feldstärke beträgt 1 Tesla. Wir wissen, dass die elektrische Ladung eines Elektrons minus 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb beträgt. Und da die elektrische Ladung eines Elektrons streng negativ ist, ist der Vektor Q mal V dem Vektor V entgegengesetzt. Die Lorentzkraft ist so definiert, ihr Richtungssinn kann bestimmt werden durch die Regel der rechten Hand oder durch die Korkenzieherregel. Diese Lorentzkraft zeigt aus diesem Arbeitsplan hinaus. Die Stärke dieser Lorentzkraft wird berechnet durch den Betrag der Ladung Q mal die Geschwindigkeit V dieser Ladung mal die magnetische Feldstärke B mal Sinus des Winkels Alpha. In unserem Fall können wir also Betrag von Q ersetzen durch den Betrag von minus 1,6 mal 10 hoch minus 19, also durch 1,6 mal 10 hoch minus 19. Wir können V durch 50.000 ersetzen, B durch 1 und Alpha durch 90 Grad. Und somit finden wir als Stärke der Lorentzkraft 8 mal 10 hoch minus 15 Newton.